Also das erste Mal bin ich mit 6 Jahren an Leukämie erkrankt und das zweite Mal dann mit 16. Beim ersten Mal hat eine ganz normale Chemotherapie gereicht, doch beim zweiten Mal, bei meiner zweiten Leukämie, war neben einer Chemotherapie auch eine Stammzelltransplantation nötig. Als erstes ist man natürlich schon geschockt. Ich wusste, dass es auf mich zukommen könnte, aber ich wusste nicht ganz, wie ich damit umgehen soll. Dann Stück für Stück, nach Gespräch mit meinen Ärzten, habe ich dann so ein bisschen alles geordnet und war dann eigentlich auch hoffnungsvoll, weil so eine Stammzelltransplantation nun mal die einzige Möglichkeit war. Als klar war, dass ich eine Stammzelltransplantation brauche, hatte ich Glück und recht schnell 4 potenzielle Spender gefunden. An sich war das alles relativ unspektakulär, viel unspektakulärer, als ich es erwartet habe. Also es war gar nicht schlimm. Ich habe einfach eine Infusion bekommen, wie eine Bluttransfusion, die ich vorher schon etliche Male bekommen habe. Aber der symbolische Wert des Tages war für mich riesig. Ich meine, da habe ich einfach Leben bekommen, Leben geschenkt bekommen von jemand, und damit war diese ganz schlimme Zeit fast zu Ende. Ich glaube, nach etwa so 3 Wochen haben sich die ersten Zellen gebildet und da war natürlich große Erleichterung da. Das Transplantat ist angewachsen und es geht voran. Ja, also direkt nach der Transplantation habe ich erstmal ein paar Kleinigkeiten über ihn erfahren. Ich weiß, dass er männlich ist, dass er auch aus Deutschland kommt und dass er, als er mir gespendet hat, 53 Jahre alt war. Jetzt haben wir schon ein paar Briefe ausgetauscht und ich hoffe, dass ich ihn dann bei meinem 2-jährigen Transplantationsgeburtstag auch kennenlernen kann. Oh Mann, ich will mich einfach nur bedanken. Ich glaube, das Wort Danke ist an der Stelle gar nicht genug, weil ich meine, er hat mir einfach das Leben gerettet, einfach so, ohne was dafür zu bekommen. Und ich glaube, das möchte ich einfach nur als allererstes loswerden. Mich sind Helden einfach Menschen, die anderen helfen, die Hilfe brauchen, ohne irgendwas dafür zu bekommen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und zum Beispiel kann man einfach ein Held sein, indem man sich bei der DKMS registriert und so jemand das Leben rettet.